Willkommen auf meiner Reise durch 5000 Jahre Weltgeschichte. Unglaublich, was sich auf unserer kleinen Erde so abgespielt hat. Wer hat alles an dem großen Rad gedreht? Und wie wurde die Menschheit zu dem, was sie heute ist? Lassen Sie uns aufbrechen zu einer ganz besonderen Zeitreise auf 4 Kontinente, zu den Entdeckern und Königinnen, die Sie schon immer treffen wollten. Diese Herrschaften zum Beispiel dürften Ihnen allesamt bekannt vorkommen. Na, das kann ja heiter werden. So, und nun kommen Sie einfach mit. Ich bringe Sie dorthin, wo man Weltgeschichte auch heute noch hautnah erleben kann. Haben Sie schon Reisefieber? Ich auch. Ich bin genauso neugierig wie Sie. Also, ich bin dann mal unterwegs in der Weltgeschichte. Auf geht's nach Ägypten zu den Pyramiden. Treffen Sie mit mir den geheimnisvollen Pharao Echnaton, der die Sonne als Gott verehrte und ihr die tollsten Tempel baute. Bei den griechischen Tempeln treffen wir meinen Helden Odysseus und gehen mit ihm auf Segeltour. Alexander der Große, der die halbe Welt eroberte, nimmt uns mit nach Babylon. Und im alten China stelle ich Ihnen den ersten Kaiser vor, der auf seine Weise unsterblich wurde. Was suche ich hier in der ägyptischen Wüste? Kinder, das ist ganz schön heiß hier. Ich bin auf dem Weg zum ältesten noch erhaltenen Weltwunder, den Pyramiden. Von den Pyramiden habe ich schon geträumt, als ich noch klein war. Aber wenn man hier steht, ist man ja immer klein. Und immer wieder fragt man sich, wie so eine große Kultur ausgerechnet hier im Wüstensand entstanden ist, praktisch aus dem Nichts. Halt, es gab immerhin einen Fluss, den Nil. Und auf dem will ich jetzt segeln mit einer Felucke. Einmal reisen wie ein Pharao. Im alten Ägypten war natürlich ein Flussgott für den Nil zuständig. Und der hieß, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, Hapi. Dafür kann ich nichts. Hapi jedenfalls brachte Bewegung ins Wasser und war mit der Natur immer im Zwiegespräch. Flüsse sind wie Lebensadern, sagt man jedenfalls. Aber für keine Kultur traf das so sehr zu wie für das alte Ägypten. Ein Reich 1000 Kilometer lang, aber nur 10 bis 20 Kilometer breit, weil sich alles am Fluss orientierte. Und der wurde wie ein Gott verehrt. Wenn der Nil über die Ufer trat und das Land fruchtbar machte, dann begann das Jahr. Alle 365 Tage passierte das. Und die teilten die Ägypter in 12 Monate mit 30 Tagen. So entstand der Kalender. Eine Kultur im Takt der Fluten. Das klingt poetisch, muss aber organisiert werden. Und zwar von oben. Wie das geht, hatten die Ägypter von den Sumerern gelernt. Genau wie die Schrift. Ja, und da hilft natürlich der Glaube an einen allmächtigen Gott, der gute Kontakte zum Himmel hat. Und dieser Gottkönig hieß Pharao. Das bedeutet großes Haus. Und genau wie ein großes Haus, das alles zusammenhält, oder besser gesagt wie eine Pyramide, war auch der Staat aufgebaut. Der Pharao Cheops wollte die größte aller Pyramiden als Grabmal. 100.000 Arbeiter schleppten und hämmerten 10 Jahre lang. Aber Zeit spielte keine Rolle. Schließlich ging es um die Ewigkeit. Und Cheops regierte fast ein halbes Jahrhundert lang. Seine Pyramide ist so hoch wie ein 50-stöckiger Wolkenkratzer. Und auf ihrer Grundfläche hätten 9 Fußballfelder Platz. Ich glaube, die Pyramiden sind ein Ausdruck der Sehnsucht nach Perfektion. An der Spitze der Pharao, darunter die Priester, dann die Beamten, die Handwerker und ganz unten die Bauern. Aber auch die waren zufrieden. Und Ägypten wurde zur Großmacht. Den Ägyptern erschien ihre Welt ebenso selbstverständlich wie perfekt. So wie es war,
war es richtig. Es konnte gar nicht anders sein. Für die Menschen, die hier lebten, war ihr Land der Nabel der Welt. Das Wort Ägypter heißt übrigens einfach Mensch. Denn wer kein Ägypter war, war auch kein Mensch. Sie bildeten sich ganz schön was ein auf ihr Märchenreich. Dieses Reich war eine Monarchie. Nur der König selbst hatte die Staatsgewalt. Er hatte sein Land nach innen zu versorgen, nach außen zu verteidigen und musste auch die Verbindung zur Götterwelt pflegen. Und damit war der Pharao auch noch für das Jenseits zuständig. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Sabahir. Ich will wissen, warum das Jenseits für die Ägypter so wichtig war. Sie glaubten fest an ein Leben nach dem Tod, über dessen Reich der Gott Osiris und die Göttin Isis herrschten. Ihr Sohn war ein Falke. Komische Familienverhältnisse, aber so war's nun mal. Der Falke Horus hatte die Aufgabe, den Pharao nach seinem Tod ins Jenseits zu begleiten. Die Ägypter glaubten, dass der Verstorbene seinen Körper auch im Jenseits noch braucht. Man entnahm die Organe, trocknete den Leib mit Salz und umwickelte ihn mit Leinentüchern, die mit Harz behandelt wurden. So entstanden die berühmten Mumien, die über tausende von Jahren erhalten blieben. Aber wie sah das Leben nach dem Tod aus, an das sie glaubten? Ich bin auf der Suche nach einem, der es wissen muss. Hier irgendwo wohnt er, obwohl er schon seit einigen tausend Jahren tot ist. Aber nach ägyptischer Vorstellung lebten die Verstorbenen nach ihrem Tod genauso weiter wie zu Lebzeiten. Wer im Diesseits Bauer war, der war es auch im Jenseits. Und der, den ich suche, der war Priester und Stadtverwalter und der erste Mensch, der wirklich als Weiser gelten kann. Ja, und das hier ist sein Grab, also eigentlich seine Wohnung. Hat ihm alles mitgegeben. Nahrung, Möbel, Spiele. Ist natürlich jetzt alles im Museum. Aber er muss noch da sein. Das ist er. Ptahotep. Und ich bin hier praktisch in seinem Arbeitszimmer. Alles, was er erschaffen hat, ist hier abgebildet. Sozusagen ein Gedächtnis in Bildern. Und an den Wänden seine Erkenntnisse in Hieroglyphenschrift. Zum Beispiel: Hüte dich vor dem Laster der Habgier, denn sie ist eine Krankheit ohne Heilung. Zu unserer modernen Zeit hätte Ptahotep also auch was zu sagen. Und hier steht, bilde dir nicht ein, alles zu wissen. Das tue ich auch nicht, lieber Meister Ptahotep, deswegen bin ich ja unterwegs. Ich will etwas lernen und habe auch für die Reise ein bisschen Hieroglyphenschrift gelernt. Hier bin ich jetzt, das ist mein Mund, der was sagt. Und das tue ich jetzt. Ich will hier raus. Ich habe Platzangst. Hieroglyphen. Das heißt eigentlich heilige Schriftzeichen. Aber verwendet wurden sie vor allem, um Regeln für den Alltag festzuhalten und über alles Buch zu führen. Von den Steuern bis zu Himmelsbeobachtungen. Hieroglyphen sind ja nicht nur äußerst dekorative Bilder. Jedes Bild steht auch für einen Laut. Das da zum Beispiel heißt Wesser mod ro, Setep en ro. Was nichts weiter heißt als Ramses der Zweite. Und das war der Pharao, den man auch Ramses der Große nannte. Diesen Namen hat er verdient, schon allein, weil er der erste Baumogul der Geschichte war. Das ganze Land überzog er mit gigantischen Palästen. So sah seine bescheidene Hütte am Nil in Karnak aus. Sowas braucht man einfach, wenn man 67 Jahre lang regiert und 90 wird. Ramses II. War der Pharao der Rekorde und keiner wurde so verehrt.
Mit den Pyramiden wurden die Pharaonen unsterblich. Über 300 Pharaonen hat es gegeben. Darunter ein paar Superstars wie Thutmosis, der größte ägyptische Feldherr. Tutanchamun, der erst durch seine Totenmaske berühmt wurde. Der Arme. Amenhotep III. Trieb es mit seinem gigantischen Hofstaat auf die Spitze. Und dann Hatschepsut, eine der wenigen Frauen auf dem Thron, auch wenn sie nicht so aussah. Aber am spannendsten finde ich den Pharao Echnaton. Der sagte, Schluss mit der Vielgötterei. Zum ersten Mal in der Geschichte sollte es nur einen einzigen Gott geben. Den nannte er Aton, Sonne. Die Tempel all der anderen Götter wurden geschlossen, ihre Statuen zerstört, ihre Feste nicht mehr gefeiert. Here comes the sun. Und weil er überhaupt gegen alles Überkommene war, wurde es jetzt irgendwie netter bei Hofe. Nicht mehr ganz so steif wie früher. Auch der Pharao selber ließ sich als netten Popstar abbilden. Er sah sich als Sohn des Sonnengottes und regierte zusammen mit seiner Frau, der schönen Nofretete. Die ist jetzt Berlinerin. Auch das ist Weltgeschichte. Was für eine tolle Frau. Diese Gesichtszüge und der schicke Hut. Ja, und die Lippen. Nofretete ist für mich der Ausdruck purer Sinnlichkeit. Nofretete heißt übrigens übersetzt, die Schöne ist gekommen. Und damit ist auch das völlig Neue beschrieben. Das Schöne ist in die Welt gekommen. Also halten wir jetzt mal ganz unwissenschaftlich fest, das Jahr 1350 vor Christus, das Jahr der Nofretete, das ist die Geburtsstunde der Erotik. Echnaton weihte seinem Gott sogar eine ganz neue Stadt. Das war sein Lebenswerk. Und in den Tempeln und Palästen ging es immer nur um das eine, die Sonne. Und das ausgerechnet in Ägypten, wo man doch für jedes bisschen Schatten dankbar ist. Aber er muss schon ein toller Typ gewesen sein. Sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Was ist von der ägyptischen Hochkultur geblieben, außer dem Weltwunder Pyramiden? Die ägyptische Religion mit ihrer reichen Bilderwelt, die Wissenschaft und die Architektur der Ägypter. All das hat die Griechen stark beeinflusst und später auch die Römer. Aber nicht nur ihnen erschien das Land am Nil als Paradies, ein Ort der Glückseligkeit und des Wissens. Napoleon war zwar bei seinem Feldzug nach Ägypten nicht erfolgreich, aber so fasziniert von dem Land, dass er hunderte von Gelehrten hierher schickte und in Europa eine wahre Ägyptomanie auslöste. Also auch heute noch ist die Ägyptomanie ansteckend. Und ich merke auch schon deutliche Symptome. Hök, Herwa, Sik, Woh, Wahl, Aktara, Hedma, Tal, Bel. Aber hat hier wirklich alles angefangen? Das will ich jetzt wissen. Auf ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Während bei uns im Norden noch Jäger und Sammler unterwegs waren, wurde dort das Volk der Sumerer schon sesshaft. Die Sumerer bestellten das fruchtbare Land und bald bauten sie die ersten richtigen Städte. By the rivers of Babylon, there we Sie erfanden das Rad und viele andere nützliche und köstliche Dinge vor 5 Jahrtausenden. Wissen Sie, was ich hier in meinem Kopf habe? Das älteste Rezept der Welt. 5000 Jahre alt, in Keilschrift. Ich habe es mir einfach gemerkt. Also mit einem Filzschreiber wäre das sicher ein bisschen einfacher, aber es ist nun mal Keilschrift. Das ist übrigens ein Rezept zum Bierbrauen.
Ob das dann so geschmeckt hat wie ein frisch gezapftes Pilz, wage ich zu bezweifeln. Aber Kultur hatten sie, die Sumerer. Ich meine jetzt nicht nur das Bier. Sie haben in ihrem Zweistromland die Schrift erfunden. Und das war nichts weniger als der kulturelle Urknall der Menschheit. So hat alles angefangen. Zuerst wurden Tongefäße beschriftet, in denen die Sumerer ihre Nahrung aufbewahrten. So wie die kleinen Zettelchen auf den Marmeladengläsern meiner Oma. Wer hätte gedacht, dass bald die Großmächte der damaligen Welt in Keilschrift korrespondieren würden? Wer die Schrift beherrscht, der beherrscht auch andere Menschen. Die Sumerer hielten Regeln für das menschliche Zusammenleben zum ersten Mal schriftlich fest. Gesetze würden wir das heute nennen. Und Steuern gab es auch. Plötzlich waren überall kleine Staaten. Streit konnte da nicht ausbleiben und Kriege auch nicht. Und die führten sie im Namen der Götter, an die sie nun mal glaubten. Kommt Ihnen bekannt vor? Sag ich doch. Damals hat alles angefangen. Die pyramidenartigen Tempel, die Zikkurats, die sie für ihre vielen Götter bauten, wurden immer höher und immer heiliger. Und dann entstand hier 1000 Jahre später das blühende Reich von Babylon mit geheimnisvollen Herrschern wie König Nebukadnezar. Bei seinen Feldzügen soll sich Nebukadnezar nach dem Stand der Planeten gerichtet haben, die die Babylonier schon kannten. Eigentlich waren das die ersten Horoskope. Für die Babylonier war die Erde noch eine Scheibe und der Mittelpunkt war ihre großartige Stadt. Kein Wunder, dass da auch Größenwahn ins Spiel kam. König Nebukadnezar ließ den berühmten Turm zu Babylon bauen. Der erste Versuch der Menschheit, Gott gleichzukommen. Sowas macht man nicht, steht im Alten Testament. Und deshalb straft Gott die Völker, die vorher eine gemeinsame Sprache hatten. Sie verstehen nur noch Bahnhof. Ob Sündenbabel oder nicht, in Babylon mit seinem Turm, seinen Toren und den vielen Geheimnissen denkt man einfach an die Bibel. Aber auch Ägypten ist ja voll von Geschichten aus dem Alten Testament. Gott zieht hier alle Register. Irgendwie glaubt man, die ganze Schöpfung zu spüren, wenn man auf dem Nil unterwegs ist. Andererseits hat er es so richtig krachen lassen, als er die 10 Plagen ins Land der Pharaonen schickte. In Ägypten, so heißt es im Alten Testament, lebten auch die Hebräer, was so viel wie Wanderer bedeutet. Als Juden wurde ihr Stamm erst viel später bezeichnet. Der Pharao unterdrückte diese Minderheit, hielt die Hebräer wie Sklaven und ließ sie ganz hart arbeiten. Und er verlangte zum Beispiel, dass alle Hebräer ihre neugeborenen männlichen Nachkommen umbringen müssten. Und dann kommt die berühmte Geschichte. Um ihrem Baby dieses Schicksal zu ersparen, legten die Eltern des kleinen Moses das Kind in ein Weidenkörbchen und setzten es auf dem Nil aus. Und Moses, später der große Prophet, wurde gerettet. Von Gott bekam Moses später den Auftrag, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei herauszuführen. Als Zeichen gab Gott Moses seinen Stab. Unterwegs auf einem Berg in der Wüste bekam er dann noch die 10 Gebote mit auf den Weg. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. So wendet sich Gott zum ersten Mal an sein Volk. Ein Gebot heißt ja bekanntlich, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dann kamen die Hebräer an, im gelobten Land. Seit 2000 Jahren bauen wir Menschen Tempel, Kirchen und Kathedralen und stehen staunend davor. Aber wirkliche Ehrfurcht erfasst einen hier, wo alles angefangen hat. Die Juden waren die Ersten, die wirklich nur an einen Gott glaubten. Gott spricht,
mitten aus dem Feuer zu Moses, weil dieser eine Gott unsichtbar ist. Wenn man sich ein Bild von ihm machen könnte, dann wäre er ja kein Gott, sondern ein Götze, also Menschenwerk. Jede der großen Kulturen hat uns etwas ganz Besonderes hinterlassen. Die griechische glänzte durch Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Die römische durch Politik, Recht und, naja, Eroberung. Der Beitrag des kleinen Wüstenlandes und der Stadt Jerusalem zur Weltgeschichte war die Erfindung des Monotheismus, der Glaube an den einen Gott. Und dieser Glaube hat nun wirklich alles verändert. Die Stadt Jerusalem ist sowas wie der Geburtsort des Monotheismus. Auch nach über 2000 Jahren ist die Stadt für Juden, Christen und Moslems eine Art Sakrament. Der Ort, an dem man Gott besonders nahe ist. Die Klagemauer ist für die Juden eine starke Verbindung zu Gott, ihre allerheiligste Stätte. Der Rest des zweiten Tempels, der 70 Jahre nach Christus zerstört wurde. Auf kleinen Zetteln, die man in die Mauer steckt, werden die Bitten an Gott formuliert. Das kann übrigens jeder tun, egal welcher Religionsgemeinschaft er angehört. Ja, und wie oft sind wohl schon diese Worte in der Mauer verschwunden? Neue Religionen und Weltanschauungen sind fast parallel auf verschiedenen Erdteilen entstanden, auch in Asien am Indus. Dort gab es schon lange eine Hochkultur. Der Hinduismus war und ist die wichtigste Religion in Indien. Noch heute hat sie 900 Millionen Anhänger. Die Hindus glauben an viele Götter und an die Wiedergeburt als Pflanze, Tier oder Gott. Die Hindus reinigen sich im heiligen Fluss Ganges, um sich von ihren Sünden zu befreien. Eine Meditation. Das Wasser des Ganges ist heilig, denn es entspringt dem Himalaya, der höchstgelegenen Quelle überhaupt, und ergießt sich ins Tal. Eine Religion voller Geheimnisse und Rituale. Und dann, 560 Jahre vor Christus, kam einer, der sagte: Wir sollten aus dem ewigen Karussell der Leidenschaften und der Wiedergeburten aussteigen und uns ganz nach innen wenden. Siddhartha Gautama. Sein Ziel war es, das nicht vergängliche Glück zu finden durch Meditation. Und es klappte. Fastend unter einem Feigenbaum empfing er die Erleuchtung. Buddha war ein Reformator, so wie Jesus für das Judentum. Überall in Asien gibt es buddhistische Heiligtümer, Tempel und Pagoden. Da kann man Buddha überall begegnen. Ich schaue ihn gern an. Und dazu muss man wirklich kein Buddhist sein. Er sieht so friedlich aus und ganz mit sich im Reinen. Eine wichtige Frage trieb Siddhartha Gautama vor 2500 Jahren um. Warum leiden wir Menschen und wie können wir diesem Leiden entkommen? Ein Christ würde sagen, das können wir gar nicht, nicht in dieser Welt. Wir müssen auf Gottes Gnade vertrauen und hoffen. Ein Buddhist würde sagen, ach du lieber Himmel. Nee, stopp, das würde er nicht sagen. Er würde natürlich sagen, ach du liebes Ich, hör bloß auf, irgendetwas zu hoffen. Denke nicht an die Zukunft und nicht an die Gegenwart. Sei ohne Sehnsucht und ohne jegliches Verlangen. Denn nur dann erreichst du die Erleuchtung und das höchste Ziel, das Nirvana, das Verwehtsein. Ich finde ja, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Man kann Christ sein, aber auch Buddhist. An andere denken und sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Das kann man ja zumindest mal probieren. Bei den alten Griechen, die genau damals das Fundament für das Abendland legten, glaubte man noch an viele Götter. Ihre ganze Kultur war darauf aufgebaut.
Nicht nur von der Schönheit, die sie schufen und die mir jedes Mal Gänsehaut macht, profitieren wir bis heute. Das hier ist keine Mistgabel, sondern ein Dreizack, das Zepter des Poseidon, dem Gott des Meeres. Und das hier sind die Ruinen seines Tempels. Von hier aus sieht man bis zum Horizont nur Wasser. Immer in Bewegung, immer anders. Genauso waren die Griechen auch. Sie haben sich ihre großen Tugenden vom Meer abgeschaut. Wandlungsfähigkeit und Flexibilität. Und so wie das Meer alle Buchten und Untiefen mit Wasser ausfüllt, genauso haben sich die Griechen überall hin verteilt und 400 Stadtstaaten gegründet. Der Philosoph Platon sagte, wir sitzen wie lauter Frösche ums Mittelmeer herum. Und der größte Frosch war Athen, das Zentrum der antiken Welt. Ihre Stadtstaaten nannten die Griechen Polis, das heißt einfach Stadt oder Staat. Und Athen wurde zum geistigen Magneten und Zentrum Griechenlands, ein Paradies der Denker und Dichter. Sowas hat es bis dahin noch nicht gegeben. Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles lehrten hier und alles wurde von dem Gott Zeus zusammengehalten und überwacht. Er galt als Übervater der Götter und Menschen. Für alles hatten sie Götter. Zeus war der Chef. Mit 11 anderen regierte er die Welt. Daher auch die vielen Tempel. Und der Hunger nach Sagen, Klatsch- und Tratschgeschichten aus dem Vielgötter- und Heldenhimmel war ja auch unstillbar. Genau wie die Vergnügungssucht der Griechen. Sex war für sie so wichtig wie Essen und Trinken. Tabus gab's kaum. Und das Wort Orgie stammt ja auch aus dem Griechischen. Kein Wunder also, dass Dionysos, der für Ekstase und guten Wein zuständig war, zum beliebtesten Gott avancierte. Das ist er. Ach, guck mal, der hat sogar hier 2 Fässchen dabei. Wie handlich. Wir würden heute Flachmann dazu sagen. Akropolis, adieu. Toll, dass es Bauwerke gibt, die den deutschen Schlager auch nach über 2500 Jahren zur Höchstleistung getrieben haben. Also als Kind, muss ich sagen, habe ich diesen Schlager von Mireille Mathieu wirklich geliebt. Aber dass dieser älteste Stadtteil von Athen sozusagen die Wiege unserer modernen Welt ist, dass die Demokratie dort erfunden wurde, das wusste ich damals noch nicht. Und auch nicht, wie schön die griechische Kunst war. Leider gibt es von solchen besonderen Stücken nicht mehr sehr viel. Ach du liebe Götter. Wenn so ein gutes Stück kaputt ging, dann warf man die Scherben nicht einfach weg, sondern hob sie auf bis zum nächsten Scherbengericht. Das entschied nämlich darüber, wer aus der Polis verbannt wurde, aus der Gemeinschaft. Daher kommt auch unser Wort Politik. Man ritzte den Namen in die Scherbe, warf sie in einen Topf und stimmte damit ab. Diese hier wäre eine von mindestens 6000 gewesen. Dann erst wurde die Verbannung wirksam. Die Griechen suchten eben nicht nur das gute und angenehme Leben, sondern auch eins, das Sinn hat. Darauf pochten die großen Philosophen in Athen. Und so war es schon sehr früh vorbei mit der Alleinherrschaft des Adels, der Oligarchie. Stattdessen durften jetzt alle mitreden. Die Athener stritten sich gerne. Sie waren ja auch dazu herausgefordert, sich aktiv in die Politik einzumischen. Wer das nicht tat, wurde als Eigenbrötler geächtet. Und wer das nicht durfte, wie etwa die Frauen, gehörte zu den Idiotes. Entschuldigung, ich zitiere das mal. Einmal da sitzen, wo Sophokles saß, wenn er seinen eigenen Stücken zuschaute. Oder auch auf dem steinernen Sessel, auf dem Perikles thronte, bevor er eine seiner berühmten Reden hielt. Ein paar Atome von denen sind bestimmt noch hier. Hier im Dionysos-Theater fanden auch Volksversammlungen statt. Platz für 20.000 Besucher. Irgendwie ein inspirierender Ort.
Nichts ist unverständiger, nichts übermütiger als die große Masse. Sie lässt sich durch die Versprechung von Demagogen verführen. Das Wichtigste ist, dass die Politiker und die Richter von ihren Ämtern finanziell nicht profitieren. Wenn Meinung gegen Meinung offen gesagt wird, dann lässt sich die bessere herausfinden. Alles Originalzitate. Unglaublich, wie modern sich manche Debatten anhören, obwohl sie vor 2500 Jahren stattgefunden haben. Genau hier. Es kann übrigens kein Zufall sein, dass die Griechen Politik und Theater gleichzeitig erfunden haben. Und auf dem heiligen Hain von Olympia erfanden die alten Griechen den sportlichen Wettbewerb. Die ewig zerstrittenen Stadtstaaten kamen irgendwann zur Einsicht, dass Olympia zum großen Symbol Griechenlands werden sollte. Alle waren Mitglieder im Club Eintracht Athen. Nicht nur im Götterhimmel, sondern auch auf ihrer heimatlichen Erde machten sich die Griechen ihre Helden. Und die wurden, ob sie nun Achill, Atlas oder Odysseus hießen, auch gleich zu Halbgöttern erklärt. So wie bei uns heute Fußballspieler und Filmstars. Man fühlt sich hier ein bisschen wie Odysseus, den der erste Bestsellerautor der Menschheitsgeschichte, Homer, auf eine 10-jährige Irrfahrt schickte. Sein Odysseus war allerdings kein Hau drauf, sondern ein Querdenker. Er war nicht versessen auf Kampf und Ruhm, sondern er setzte auf Verstand und List, um an sein Ziel zu kommen. Nur deshalb überlebte er. Das war wirklich ein neuer Menschentyp. Vielleicht wollte uns Homer mit seiner Odyssee diese eine Botschaft hinterlassen. Bitte schiebt nicht immer alles auf das Schicksal und die Götter. Die Odyssee handelt von unserem Leben. Ist ja manchmal auch eine Irrfahrt. Und dann finden wir den Weg wieder. Zumindest, wenn wir ein bisschen so sind wie Odysseus. Was macht ein Odysseus, wenn die Sirenen, diese Lady Gagas der Antike, ihn in eine tödliche Falle locken wollen? Einfach am Mastbaum anbinden. Die berühmteste Legende von Odysseus aber geht so. Auf nach Troja hieß es für ihn und seine griechische Flotte, als Paris, der Sohn des trojanischen Königs Helena, die schönste Frau der damaligen Zeit entführt hatte. Die Schmach musste gerecht werden. Aber auch nach 10-jährigem Kampf gelang es nicht, die befestigten Mauern von Troja zu überwinden. Die Stadt war einfach nicht einzunehmen. Pech gehabt. Aber jetzt kam Odysseus mit seiner List und seinem Mut. Er ließ die Griechen ein großes, hölzernes Pferd bauen, in dem sich die tapfersten Krieger versteckten. Die Trojaner dachten, sie hätten die Griechen längst in die Flucht geschlagen. Sie wunderten sich erst über das riesige, hölzerne Pferd, das die Feinde als Geschenk dagelassen hatten. Aber dann holten sie es neugierig in die Stadt und waren auch noch stolz auf ihre Beute. Die Trojaner fielen voll auf den Trick herein und brachten selbst die Feinde hinter ihre Mauern. Sie feierten ihren Sieg mit einer rauschenden Party, zu früh gefreut. In der Nacht kletterten die Griechen aus ihrem Versteck, öffneten die Tore und konnten so die vom Feiern ziemlich geschwächten Trojaner überwältigen. Noch in derselben Nacht ging Troja in Flammen auf und Odysseus schon mal als Held in die Geschichte ein. Die sogenannten alten Griechen waren eigentlich eine zerstrittene Großfamilie. Aber als das Riesenreich Persien sich Griechenland einverleiben wollte und die persische Armee gegen Athen vorrückte, hielten die einstigen Feinde Athener und Sparta plötzlich zusammen wie Pech und Schwefel und besiegten die Perser, deren Flotte unverrichteter Dinge abzog. Die Freiheit der Griechen war damit gerettet und ihre große Kultur für die ganze Menschheit, wie der Schriftsteller Plutarch später sagte.
großartig selbst diese Ruinen noch sind. Aber die Akropolis, die Oberstadt von Athen mit ihren Tempeln, hatte politisch keinerlei Bedeutung. Dafür ist die Akropolis zu schön, zu harmonisch, zu ästhetisch. Und die Griechen waren nicht die geborenen Eroberer. Sie waren sich selbst genug. Aber dann kam er, der Königssohn aus Makedonien, erzogen in Griechenland, Alexander. Öffner der Welt, erster Globalisierer, Herrscher des ersten Weltreiches der Geschichte. Eines schönen Tages brach er mit seinen Griechen zu einem Feldzug auf, den die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Erst nach 23.480 Kilometern hörten sie auf zu marschieren. Alexander der Große, ein unermüdlicher Dauerläufer. Männer haben schwer, nehmen's leicht, außen hart und innen ganz weich. Werners Kind schon auf Mann geeicht, wann ist ein Mann ein Mann? Bam, bam, bam. Alexander der Große war der Kolumbus der Antike. Noch nie war ein Mensch aus Europa so weit nach Osten gekommen. Und dieser Geist war irgendwie entscheidend für alles, was die Menschen auf ihrem Weg durch die Geschichte erreicht haben. Alexander war der Erste. Klar, dass er auch Babylon mit seinen Tempeln und heiligen Toren eroberte und zur Hauptstadt seines Reiches machte. Er zog dort in einem Triumphzug ein und wurde als Held und Befreier empfangen. Wie wird einer zum Welteroberer? Vielleicht lag's an seinem Lehrer Aristoteles, dem klügsten Kopf seiner Zeit, bis heute einer der größten Philosophen der Menschheitsgeschichte. Das war einer seiner Lehrsätze. Es macht den Menschen erst zum Menschen, dass er nach dem ganz Großen strebt und dabei keine Anstrengung scheut. Alexander musste man so etwas nicht zweimal sagen. Als man ihm erzählte, dass es im Universum eine unendliche Zahl von Welten gibt, brach er in Tränen aus. Unser einer würde sagen, mir doch egal. Aber er schluchzte, und ich habe noch nicht einmal eine einzige erobert. Eine wirklich ganz eigene Welt entstand damals weiter östlich. Wissen Sie, warum China China heißt? Es ist benannt nach dem ersten Kaiser, der dort herrschte und Qin Shi Huangdi hieß. Der erste Kaiser einte nämlich das Reich. Aber erst einmal musste er mit seiner Armee von hunderttausenden Soldaten all die verfeindeten Staaten unterwerfen. Minutiös war alles ausgetüftelt. Armbrustschützen, Streitwagen und eine riesige Infanterie, die vor allem aus zwangsrekrutierten Bauern bestand, rückten aus und unterwarfen alle Völker in dem riesigen Gebiet, das heute China heißt. Qin Shi Huangdi herrschte über sein Reich mit größter Brutalität. Aber eine gigantische Leistung war die Vereinigung zu einem Riesenreich. Und damit hat der erste Kaiser die chinesische Geschichte für alle Zeiten geprägt. Als Kind wollte ich Kaiser von China sein. Der musste nicht arbeiten und durfte so hübsch wohnen. Wenn ich keine Lust hatte, im Haushalt zu helfen, hieß es immer, du hältst dich wohl für den Kaiser von China. Tja, jetzt bin ich hier und was liegt an? Arbeit. Schriftzeichen lernen. Das Wichtigste kenne ich schon. Das heißt Zhong, Mitte. Schon der erste Kaiser wusste, mein Reich der Mitte ist das Zentrum der Welt. Chinese, they only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. 我要中国崛起，人道龙辉煌。
Eine große Mauer sollte gebaut werden, um das Reich vor feindlichen Angriffen zu schützen. Und das um jeden Preis. Menschenopfer waren dem Kaiser egal. Man hatte ihm prophezeit, die Mauer sei erst fertig, wenn 10.000 Menschen in ihr begraben wären. Tatsächlich kamen bei dem Bau mehr als 100.000 ums Leben. Aber die große Mauer, die der erste Kaiser baute, schützte China tatsächlich mehr als 1.000 Jahre lang. Vielleicht ist so eine Mauer ja ganz nützlich. Aber wie um Himmels Willen verwaltet man einen solchen Koloss wie China, ohne dass es Chaos gibt? Für Qin Shi Huangdi war die Sache ganz klar. Auch das geht nur despotisch. Mit einer endlosen Zahl von Beamten, in einer 18-stufigen Hierarchie, in einer ununterbrochenen Kette von Befehl und bedingungslosem Gehorsam. Plötzlich hatte das Riesenreich eine einheitliche Sprache, gemeinsame Gewichte und Maße. Nur weil er es so wollte. Und der Himmelssohn Qin gab dem Land seinen Namen. China. Und das hier ist übrigens eine seiner besonders freundlichen Anweisungen. Wer einen Schuldigen nicht denunziert, wird in zwei Teile gehackt. Wer einen Schuldigen denunziert, erhält die gleiche Belohnung wie derjenige, der einen Feind in der Schlacht köpft. Aber er selber wollte natürlich am liebsten unsterblich sein. Auf den heiligen Bergen seines Reiches ließ der Kaiser besessen von der Angst vor dem Tod nach einem Elixier für das ewige Leben suchen. Aus dem ganzen Land ließ er sich Essenzen, Wurzeln und Kräuter bringen. Whoa, pussy, home, fur. You can get it if you really want. You can get it if you really want. No fur. You can get it if you really want. But you must try, try and try. Wow. Try and try. You succeed at last. Persecution. Your mind set on a dream. You can get it, the heart it may seem down. You can get it if you really want. Auf seine Weise hat das dann doch noch geschafft. Er ließ das größte Grabmal der Welt für sich errichten. Und bewacht wird es von 8000 Kriegern aus Ton. Der Chinese gibt nicht so schnell auf. Nofretete heißt übrigens übersetzt, die Schöne ist gekommen. Und damit ist auch das völlig Neue beschrieben. Das Schöne ist in die Welt gekommen. Also halten wir jetzt mal ganz unwissenschaftlich fest, das Jahr 1350 vor Christus, das Jahr der Nofretete, das ist die Geburtsstunde der Erotik. Echnaton weihte seinem Gott sogar eine ganz neue Stadt. Das war sein Lebenswerk. Und in den Tempeln und Palästen ging es immer nur um das eine, die Sonne. Und das ausgerechnet in Ägypten, wo man doch für jedes bisschen Schatten dankbar ist. Aber er muss schon ein toller Typ gewesen sein. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day,
Was ist von der ägyptischen Hochkultur geblieben, außer dem Weltwunder Pyramiden? Die ägyptische Religion mit ihrer reichen Bilderwelt, die Wissenschaft und die Architektur der Ägypter. All das hat die Griechen stark beeinflusst und später auch die Römer. Aber nicht nur ihnen erschien das Land am Nil als Paradies, ein Ort der Glückseligkeit und des Wissens. Napoleon war zwar bei seinem Feldzug nach Ägypten nicht erfolgreich, aber so fasziniert von dem Land, dass er hunderte von Gelehrten hierher schickte und in Europa eine wahre Ägyptomanie auslöste. Also auch heute noch ist die Ägyptomanie ansteckend und ich merke auch schon deutliche Symptome. Hök, Herwa, Sik, Woh, Wahl, Akhtar, Hedwa, Tal, Bir. Aber hat hier wirklich alles angefangen? Das will ich jetzt wissen. Auf ins Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris. Während bei uns im Norden noch Jäger und Sammler unterwegs waren, wurde dort das Volk der Sumerer schon sesshaft. Die Sumerer bestellten das fruchtbare Land und bald bauten sie die ersten richtigen Städte. By the rivers of Babylon, there we Sie erfanden das Rad und viele andere nützliche und köstliche Dinge vor 5 Jahrtausenden. Wissen Sie, was ich hier in meinem Kopf... Glaubte man noch an viele Götter. Ihre ganze Kultur war darauf aufgebaut. Nicht nur von der Schönheit, die sie schufen und die mir jedes Mal Gänsehaut macht, profitieren wir bis heute. Das hier ist keine Mistgabel, sondern ein Dreizack, das Zepter des Poseidon, dem Gott des Meeres. Und das hier sind die Ruinen seines Tempels. Von hier aus sieht man bis zum Horizont nur Wasser. Immer in Bewegung, immer anders. Genauso waren die Griechen auch. Sie haben sich ihre großen Tugenden vom Meer abgeschaut. Wandlungsfähigkeit und Flexibilität. Und so wie das Meer alle Buchten und Untiefen mit Wasser ausfüllt, genauso haben sich die Griechen überall hin verteilt und 400 Stadtstaaten gegründet. Der Philosoph Platon sagte, wir sitzen wie lauter Frösche ums Mittelmeer herum. Und der größte Frosch war Athen, das Zentrum der antiken Welt. Ihre Stadtstaaten nannten die Griechen Polis, das heißt einfach Stadt oder Staat. Und Athen wurde zum geistigen Magneten und Zentrum Griechenlands, ein Paradies der Denker und Dichter. Sowas hat es bis dahin noch nicht gegeben. Philosophen wie Sokrates, Platon und Aristoteles lehrten hier und alles wurde von dem Gott Zeus zusammengehalten und überwacht. Er galt als Übervater der Götter und Menschen. Für alles hatten sie Götter. Zeus war der Chef. Mit 11 anderen regierte er die Welt, daher auch die vielen Tempel. Und der Hunger nach Sagen, Klatsch- und Tratschgeschichten aus dem Vielgötter- und Heldenhimmel war ja auch unstillbar. Genau wie die Vergnügungssucht der Griechen. Sex war für sie so wichtig wie Essen und Trinken. Tabus gab es kaum. Und das Wort Orgie stammt ja auch aus dem Griechischen. Kein Wunder also, dass Dionysos, der für Ekstase und guten Wein zuständig war, zum beliebtesten Gott avancierte. Das ist er. Ach, guck mal, der hat sogar hier 2 Fässchen dabei. Wie handlich. Wir würden heute flach mal dazu sagen. Akropolis, adieu. Toll, dass es Bauwerke gibt, die den deutschen Schlager auch nach über 2500 Jahren zur Höchstleistung getrieben haben. Also als Kind, muss ich sagen, habe ich diesen Schlager von Mireille Mathieu wirklich geliebt. Aber dass dieser älteste Stadtteil von Athen sozusagen die Wiege unserer modernen... Das riesige hölzerne Pferd, das die Feinde als Geschenk dagelassen hatten. Aber dann holten sie es neugierig in die Stadt und waren auch noch stolz auf ihre Beute. Die Trojaner fielen voll auf den Trick herein und brachten selbst die Feinde hinter ihre Mauern. Sie feierten ihren Sieg mit einer rauschenden Party.
zu früh gefreut. In der Nacht kletterten die Griechen aus ihrem Versteck, öffneten die Tore und konnten so die vom Feiern ziemlich geschwächten Trojaner überwältigen. Noch in derselben Nacht ging Troja in Flammen auf und Odysseus schon mal als Held in die Geschichte ein. Die sogenannten alten Griechen waren eigentlich eine zerstrittene Großfamilie. Aber als das Riesenreich Persien sich Griechenland einverleiben wollte und die persische Armee gegen Athen vorrückte, hielten die einstigen Feinde Athener und Sparta plötzlich zusammen wie Pech und Schwefel und besiegten die Perser, deren Flotte unverrichteter Dinge abzog. Die Freiheit der Griechen war damit gerettet und ihre große Kultur für die ganze Menschheit, wie der Schriftsteller Plutarch später sagte. Wie großartig selbst diese Ruinen noch sind. Aber die Akropolis, die Oberstadt von Athen mit ihren Tempeln, hatte politisch keinerlei Bedeutung. Dafür ist die Akropolis zu schön, zu harmonisch, zu ästhetisch. Und die Griechen waren nicht die geborenen Eroberer. Sie waren sich selbst genug. Aber dann kam er, der Königssohn aus Makedonien, erzogen in Griechenland. Alexander, Öffner der Welt, erster Globalisierer, Herrscher des ersten Weltreiches der Geschichte. Eines schönen Tages brach er mit seinen Griechen zu einem Feldzug auf, den die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Erst nach 23.480 Kilometern hörten sie auf zu marschieren. Alexander der Große. Ein unermüdlicher Dauerläufer. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. War nicht innen zu versorgen, nach außen zu verteidigen und musste auch die Verbindung zur Götterwelt pflegen. Und damit war der Pharao auch noch für das Jenseits zuständig. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Ich will wissen, warum das Jenseits für die Ägypter so wichtig war. Sie glaubten fest an ein Leben nach dem Tod, über dessen Reich der Gott Osiris und die Göttin Isis herrschten. Ihr Sohn war ein Falke. Komische Familienverhältnisse, aber so war es nun mal. Der Falke Horus hatte die Aufgabe, den Pharao nach seinem Tod ins Jenseits zu begleiten. Die Ägypter glaubten, dass der Verstorbene seinen Körper auch im Jenseits noch braucht. Man entnahm die Organe, trocknete den Leib mit Salz und umwickelte ihn mit Leinentüchern, die mit Harz behandelt wurden. So entstanden die berühmten Mumien, die über Tausende von Jahren erhalten blieben. Aber wie sah das Leben nach dem Tod aus, an das sie glauben? Ich bin auf der Suche nach einem, der es wissen muss. Hier irgendwo wohnt er, obwohl er schon seit einigen tausend Jahren tot ist. Aber nach ägyptischer Vorstellung lebten die Verstorbenen nach ihrem Tod genauso weiter wie zu Lebzeiten. Wer im Diesseits Bauer war, der war es auch im Jenseits. Und der, den ich suche, der war Priester und Stadtverwalter und der erste Mensch, der wirklich als Weiser gelten kann. Ja, und das hier ist sein Grab, also eigentlich seine Wohnung. Man hat ihm alles mitgegeben. Nahrung, Möbel, Spiele. Ist natürlich jetzt alles im Museum. Aber er muss noch da sein. Da
Das ist er. Ptahotep. Und ich bin hier praktisch in seinem Arbeitszimmer. Alles, was er erschaffen hat, ist hier abgebildet. Sozusagen ein Gedächtnis in Bildern und an den Wänden seine Erkenntnisse in Hieroglyphenschrift. Zum Beispiel, hüte dich vor dem Laster der Habgier, denn sie ist eine Krankheit ohne Heilung. Zu unserer modernen Zeit hätte Ptahotep also auch was zu sagen. Und hier steht, bilde dir nicht ein, alles zu wissen. Das tue ich auch nicht, lieber Meister Ptahotep. Deswegen bin ich ja unterwegs. Ich will etwas lernen und habe auch für die Reise ein... Seit 2000 Jahren bauen wir Menschen Tempel, Kirchen und Kathedralen und stehen staunend davor. Aber wirkliche Ehrfurcht erfasst einen hier, wo alles angefangen hat. Die Juden waren die Ersten, die wirklich nur an einen Gott glaubten. Gott spricht mitten aus dem Feuer zu Moses, weil dieser eine Gott unsichtbar ist. Wenn man sich ein Bild von ihm machen könnte, dann wäre er ja kein Gott, sondern ein Götze, also Menschenwerk. Jede der großen Kulturen hat uns etwas ganz Besonderes hinterlassen. Die griechische glänzte durch Kunst, Wissenschaft und Philosophie. Die römische durch Politik, Recht und, naja, Eroberung. Der Beitrag des kleinen Wüstenlandes und der Stadt Jerusalem zur Weltgeschichte war die Erfindung des Monotheismus. Der Glaube an den einen Gott. Und dieser Glaube hat nun wirklich alles verändert. Die Stadt Jerusalem ist sowas wie der Geburtsort des Monotheismus. Auch nach über 2000 Jahren ist die Stadt für Juden, Christen und Moslems eine Art Sakrament. Der Ort, an dem man Gott besonders nahe ist. Die Klagemauer ist für die Juden eine starke Verbindung zu Gott, ihre allerheiligste Stätte. Der Rest des zweiten Tempels, der 70 Jahre nach Christus zerstört wurde. Auf kleinen Zetteln, die man in die Mauer steckt, werden die Bitten an Gott formuliert. Das kann übrigens jeder tun, egal welcher Religionsgemeinschaft er angehört. Ja, und wie oft sind wohl schon diese Worte in der Mauer verschwunden? Neue Religionen und Weltanschauungen sind fast parallel auf verschiedenen Erdteilen entstanden, auch in Asien am Indus. Dort gab es schon lange eine Hochkultur. Der Hinduismus war und ist die wichtigste Religion in Indien. Noch heute hat sie 900 Millionen Anhänger. Die Hindus glauben an viele Götter und an die Wiedergeburt als Pflanze, Tier oder Gott. Über dessen Reich der Gott Osiris und die Göttin Isis herrschten. Ihr Sohn war ein Falke. Komische Familienverhältnisse, aber so war es nun mal. Der Falke Horus hatte die Aufgabe, den Pharao nach seinem Tod ins Jenseits zu begleiten. Die Ägypter glaubten, dass der Verstorbene seinen Körper auch im Jenseits noch braucht. Man entnahm die Organe, trocknete den Leib mit Salz und umwickelte ihn mit Leinentüchern, die mit Harz behandelt wurden. So entstanden die berühmten Mumien, die über Tausende von Jahren erhalten blieben. Aber wie sah das Leben nach dem Tod aus, an das sie glaubten? Ich bin auf der Suche nach einem, der es wissen muss. Hier irgendwo wohnt er, obwohl er schon seit einigen tausend Jahren tot ist. Aber nach ägyptischer Vorstellung lebten die Verstorbenen nach ihrem Tod genauso weiter wie zu Lebzeiten. Wer im Diesseits Bauer war, der war es auch im Jenseits. Und der, den ich suche, der war Priester und Stadtverwalter und der erste Mensch, der wirklich als Weiser gelten kann. Ja, und das hier ist sein Grab, also eigentlich seine Wohnung.
alles mitgegeben. Nahrung, Möbel, Spiele. Ist natürlich jetzt alles im Museum. Aber er muss noch da sein. Das ist er. Ptahotep. Und ich bin hier praktisch in seinem Arbeitszimmer. Alles, was er erschaffen hat, ist hier abgebildet. Sozusagen ein Gedächtnis in Bildern. Und an den Wänden seine Erkenntnisse in Hieroglyphenschrift. Zum Beispiel, hüte dich vor dem Laster der Habgier. Denn sie ist eine Krankheit ohne Heilung. Zu unserer modernen Zeit hätte Ptahotep also auch was zu sagen. Und hier steht, bilde dir nicht ein, alles zu wissen. Das tue ich auch nicht, lieber Meister Ptahotep. Deswegen bin ich ja unterwegs. Ich will etwas lernen und habe auch für die Reise ein bisschen Hieroglyphenschrift gelernt. Hier bin ich jetzt. Das ist mein Mund, der was sagt. Und das tue ich jetzt. Ich will hier raus. Ich habe Platzangst. Hieroglyphen. Das heißt eigentlich heilige Schriftzeichen. Aber verwendet wurden sie vor allem, um Regeln für den Alltag festzuhalten und über alles Buch zu führen. Von den Steuern bis zu Himmelsbeobachtungen. Der Sohn des trojanischen Königs Helena, die schönste Frau der damaligen Zeit, entführt hatte. Die Schmach musste gerecht werden. Aber auch nach 10-jährigem Kampf gelang es nicht, die befestigten Mauern von Troja zu überwinden. Die Stadt war einfach nicht einzunehmen. Pech gehabt. Aber jetzt kam Odysseus mit seiner List und seinem Mut. Er ließ die Griechen ein großes hölzernes Pferd bauen, in dem sich die tapfersten Krieger versteckten. Die Trojaner dachten, sie hätten die Griechen längst in die Flucht geschlagen. Sie wunderten sich erst über das riesige hölzerne Pferd, das die Feinde als Geschenk dagelassen hatten. Aber dann holten sie es neugierig in die Stadt und waren auch noch stolz auf ihre Beute. Die Trojaner fielen voll auf den Trick herein und brachten selbst die Feinde hinter ihre Mauern. Sie feierten ihren Sieg mit einer rauschenden Party, zu früh gefreut. In der Nacht kletterten die Griechen aus ihrem Versteck, öffneten die Tore und konnten so die vom Feiern ziemlich geschwächten Trojaner überwältigen. Noch in derselben Nacht ging Troja in Flammen auf und Odysseus schon mal als Held in die Geschichte ein. Die sogenannten alten Griechen waren eigentlich eine zerstrittene Großfamilie. Aber als das Riesenreich Persien sich Griechenland einverleiben wollte und die persische Armee gegen Athen vorrückte, hielten die einstigen Feinde Athener und Sparta plötzlich zusammen wie Pech und Schwefel und besiegten die Perser, deren Flotte unverrichteter Dinge abzog. Die Freiheit der Griechen war damit gerettet und ihre große Kultur für die ganze Menschheit, wie der Schriftsteller Plutarch später sagte. Wie großartig selbst diese Ruinen noch sind. Aber die Akropolis, die Oberstadt von Athen mit ihren Tempeln, hatte politisch keinerlei Bedeutung. Dafür ist die Akropolis zu schön, zu harmonisch, zu ästhetisch. Und die Griechen waren nicht die geborenen Eroberer. Sie waren sich selbst genug. Aber dann kam er, der Königssohn aus Makedonien, erzogen in Griechenland. Alexander, Öffner der Welt, erster Globalisierer, Herrscher des ersten Weltreiches der Geschichte. Eines schönen Tages brach er mit seinen Griechen zu einem Feldzug auf, den die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte. Erst nach 23.480 Kilometern hörten sie auf, eroberte und zur Hauptstadt seines Reiches machte. Er zog dort in einem Triumphzug ein und wurde als Held und Befreier empfangen. Wie wird einer zum Welteroberer? Vielleicht lag's an seinem Lehrer Aristoteles, dem klügsten Kopf seiner Zeit, bis heute einer der größten Philosophen der Menschheitsgeschichte. Das war einer seiner Lehrsätze. Es macht den Menschen erst zum Menschen, dass er nach dem ganz Großen strebt
und dabei keine Anstrengung scheut. Alexander musste man so etwas nicht zweimal sagen. Als man ihm erzählte, dass es im Universum eine unendliche Zahl von Welten gibt, brach er in Tränen aus. Unser einer würde sagen, mir doch egal. Aber er schluchzte, und ich habe noch nicht einmal eine einzige erobert. Eine wirklich ganz eigene Welt entstand damals weiter östlich. Wissen Sie, warum China China heißt? Es ist benannt nach dem ersten Kaiser, der dort herrschte und Qin Shi Huangdi hieß. Der erste Kaiser einte nämlich das Reich. Aber erst einmal musste er mit seiner Armee von hunderttausenden Soldaten all die verfeindeten Staaten unterwerfen. Minutiös war alles ausgetüftelt. Armbrustschützen, Streitwagen und eine riesige Infanterie, die vor allem aus zwangsrekrutierten Bauern bestand, rückten aus und unterwarfen alle Völker in dem riesigen Gebiet, das heute China heißt. Qin Shi Huangdi herrschte über sein Reich mit größter Brutalität. Aber eine gigantische Leistung war die Vereinigung zu einem Riesenreich. Und damit hat der erste Kaiser die chinesische Geschichte für alle Zeiten geprägt. Als Kind wollte ich Kaiser von China sein. Der musste nicht arbeiten und durfte so hübsch wohnen. Wenn ich keine Lust hatte, im Haushalt zu helfen, hieß es immer, du hältst dich wohl für den Kaiser von China. Tja, jetzt bin ich hier und was liegt an? Arbeit. Schriftzeichen lernen. Das Wichtigste kenne ich schon. Das heißt Zhong, Mitte. Schon der erste Kaiser wusste, mein Reich der Mitte ist das Zentrum der Welt. Chinese, they only come up to your knees, yet they're always friendly and they're ready to please. 我要中国崛起, 人道轮回. Die See handelt von unserem Leben. Ist ja manchmal auch eine Irrfahrt. Und dann finden wir den Weg wieder. Zumindest, wenn wir ein bisschen so sind wie Odysseus. Was macht ein Odysseus, wenn die Sirenen, diese Lady Gagas der Antike, ihn in eine tödliche Falle locken wollen? Einfach am Mastbaum anbinden. Die berühmteste Legende von Odysseus aber geht so. Auf nach Troja hieß es für ihn und seine griechische Flotte, als Paris, der Sohn des trojanischen Königs Helena, die schönste Frau der damaligen Zeit entführt hatte. Die Schmach musste gerecht werden. Aber auch nach 10-jährigem Kampf gelang es nicht, die befestigten Mauern von Troja zu überwinden. Die Stadt war einfach nicht einzunehmen. Pech gehabt. Aber jetzt kam Odysseus mit seiner List und seinem Mut. Er ließ die Griechen ein großes, hölzernes Pferd bauen, in dem sich die tapfersten Krieger versteckten. Die Trojaner dachten, sie hätten die Griechen längst in die Flucht geschlagen. Sie wunderten sich erst über das riesige, hölzerne Pferd, das die Feinde als Geschenk dagelassen hatten. Aber dann holten sie es neugierig in die Stadt und waren auch noch stolz auf ihre Beute. Die Trojaner fielen voll auf den Trick herein und brachten selbst die Feinde hinter ihre Mauern. Sie feierten ihren Sieg mit einer rauschenden Party, zu früh gefreut. In der Nacht kletterten die Griechen aus ihrem Versteck, öffneten die Tore und konnten so die vom Feiern ziemlich geschwächten Trojaner überwältigen. Noch in derselben Nacht ging Troja in Flammen auf und Odysseus schon mal als Held in die Geschichte ein. Die sogenannten alten Griechen waren eigentlich eine zerstrittene Großfamilie.
Aber als das Riesenreich Persien sich Griechenland einverleiben wollte und die persische Armee gegen Athen vorrückte, hielten die einstigen Feinde, Athener und Sparta, plötzlich zusammen wie Pech und Schwefel und besiegten die Perser, deren Flotte unverrichteter Dinge abzog. Die Freiheit der Griechen war damit gerettet und ihre große Kultur für die ganze Menschheit, wie der Schriftsteller, ihre Feste nicht mehr gefeiert. Here comes the sun. Here comes the sun. Und weil er überhaupt gegen alles Überkommene war, wurde es jetzt irgendwie netter bei Hofe. Nicht mehr ganz so steif wie früher. Auch der Pharao selber ließ sich als netten Popstar abbilden. Er sah sich als Sohn des Sonnengottes und regierte zusammen mit seiner Frau, der schönen Nofretete. Die ist jetzt Berlinerin. Auch das ist Weltgeschichte. Was für eine tolle Frau. Diese Gesichtszüge und der schicke Hut. Ja, und die Lippen. Nofretete ist für mich der Ausdruck purer Sinnlichkeit. Nofretete heißt übrigens übersetzt: Die Schöne ist gekommen. Und damit ist auch das völlig Neue beschrieben. Das Schöne ist in die Welt gekommen. Also halten wir jetzt mal ganz unwissenschaftlich fest, das Jahr 1350 vor Christus, das Jahr der Nofretete, das ist die Geburtsstunde der Erotik. Echnaton weihte seinem Gott sogar eine ganz neue Stadt. Das war sein Lebenswerk. Und in den Tempeln und Palästen ging es immer nur um das eine, die Sonne. Und das ausgerechnet in Ägypten, wo man doch für jedes bisschen Schatten dankbar ist. Aber er muss schon ein toller Typ gewesen sein. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down. Burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Was ist von der ägyptischen Hochkultur geblieben? Außer dem Weltwunder Pyramiden. Die ägyptische Religion mit ihrer reichen Bilderwelt, die Wissenschaft und die Architektur der Ägypter. All das hat die Griechen stark beeinflusst und später auch die Römer. Aber nicht nur ihnen erschien das Land am Nil als Paradies, ein Ort der Glückseligkeit und des Wissens. Napoleon war zwar bei seinem Feldzug nach Ägypten nicht erfolgreich, aber so fasziniert von dem Land, dass er hunderte von Gelehrten hierher schickte und in Europa eine wahre Ägyptomanie auslöste. Also auch heute noch ist die Ägyptomanie ansteckend. Und ich merke auch schon deutliche Symptome. Höck, Herua, Sik, Woh, Wahl, Höck, Tarab, Hedmo, Tarab, Bereh.